Schlimmste am Stotter ist, nicht mehr zu reden. Sich in eine selbstgewählte Isolation zurückzuziehen. Stottern ist einfach eine Veränderung von dem sogenannten physiologischen normalen Sprechablauf. Das können Silbenwiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen sein. Das können dann Spannungsaufbau mit Blockade bis zu einer Stimmabschnürung sein, wo dann einfach nichts mehr, kein Ton mehr aus dem Kehlkopf kommt. Mir ist gesagt worden, dass es im zweiten Lebensjahr angefangen hat. Stottern hat bei mir so beim dritten Lebensjahr angefangen. Mir ist gesagt worden, das hat einen Zusammenhang vielleicht in der Spielgruppe ist irgendetwas vorgefallen und ich bin dann heulend heim. Und ab dem Tag hat's anscheinend, hab ich dann immer mehr angefangen zu stottern. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel von der Mittelstufe. Dort hat ein Bub irgendein Problem mit mir gehabt, aufgrund, dass ich stottere. Und ist immer in der grossen Pause gekommen und hat mich einfach mal ein bisschen umgeschupft und mit seinen anderen Kollegen haben sie dann halt ein paar Beleidigungen auf mich abgeworfen und ja, das sind dann eher so ein bisschen die schwierigen Situationen. Heute tut man die Entwicklung viel berücksichtigen. Früher hat man einfach die Norm gehabt, bis dann hast du das und das müssen. Und das ist natürlich ein grosser Einschnitt gewesen, Schule, weil der Druck, es passiert überall dort. Wenn der Druck steigt, dann steigt auch in Folge die Stottersymptomatik. Also es gibt Situationen, wo ich mehr stottere. Also sobald ich gestresst bin, nervös oder vor allem auch Müdigkeit, ist bei mir manchmal noch ausschlaggebend, dann stottere ich mehr. Das Stottern macht bei mir jetzt nicht den Unterschied, ob ich jetzt Englisch rede oder Hochdeutsch oder Deutsch. Zum Teil ist es Im Hochdeutschen geht es zum Teil ein bisschen besser, aber kommt auch immer darauf an, ob ich unter Strom stehe oder nicht. Im Deutschen hat man einfach eine riesengroße Chance, indem man eine grosse, viel mehr Wörter kennt. In der Regel kann man einfach anstatt Baum, wo man Schlusslaut hat, ein anderes Wort brauchen. Tanne, was auch immer, Laubbaum, Nadelbaum, das hilft dann einem über den Erwarteten. Bei mir persönlich ist es jetzt so, dass es kommt auf mein Gegenüber drauf an. Also grundsätzlich finde ich es nicht okay. Also es ist, finde ich, recht auch ein bisschen unanständig zum Teil. Bei gewissen Personen ist so, dort hat man wie so den Move zwischeneinander, wo es einfach so ein bisschen harmoniert und dann ist es für mich in Ordnung gewesen. Die Chance, dass man jemandem helfen kann, mit Sätzen weitermachen, ist absolut gering. Gerade irgendwie in der Schule eine Situation gsi ist, dann habe ich das Reden vermieden. Also dann bin ich eben, ich wird meistens als ruhige Person aufgenommen. Aber halt aus dem Grund, weil ich nicht will,
etwas wollen reden. Ah, immer ein bisschen Ausschau gehalten nach Mauslöchern, wo man sich verkrüchen kann. Und ja, das ist ja so. Mir fällt nicht gern auf, mir ist nicht gern Aussenseiter. Und vor allem das Schwierige ist auch, das habe ich auch gemerkt, für die Umwelt sind die Mitbewegungen. Die plötzlich, du kannst aus einem Nichts raus bei der Blockade kommen. Es gibt dann fast wie ein Standbild vom Mensch. Und das ist schwierig. Und vor dem hat man Angst. Habe ich Angst. Und hat mir sehr viele Leute gesagt, hätten sie auch Angst. Stottern ist in dem Sinn keine Krankheit. Also muss man es auch nicht heilen. Man muss umgehen lernen mit dem, man muss früh lernen reagieren. Und vor allem, ich sage immer wieder, wenn jemand am Abend im Dunkeln in eine Unterführung geht, oder in einen dunklen Wald, die Vorstellungen lösen in uns schon Ahnungen aus. Und die Ahnungen, die Fixierung, wiederum Fixierung, die Spannungserhöhung, ist eindeutig der Auslöser und nicht irgendwelche Krankheiten. Auf jeden Fall nichts machen, sondern aktiv bleiben und nicht sich irgendwie daheim isolieren, was man in den letzten paar Wochen hat müssen machen. Aber dass man wirklich nicht sollte aufgeben. Ich kann reden, in der Regel absolute Sprechkompetenz, was einfach ist, es ist ein Kommunikationsproblem und da muss man nichts Neues lernen, aber in einer Gruppensetting kannst du enorm schnell Sicherheit steigern, Lust an der freien Sprache, Sprechängste werden reduziert und das hat dann grosse Folgen für die ganze Entwicklung. Ganz allein.